Majestätisch thront es über der Stadt, das Schloss Colditz des gleichnamigen Ortes in Sachsen. Kein Wunder also, dass Touristen in Scharen hierher reisen. Aber es sieht nicht nur imposant aus, seine bewegte Geschichte ist es, die insbesondere Menschen aus der Ferne anzieht. Genauer gesagt, vor allem Briten. Denn während des Zweiten Weltkriegs war das Schloss ein Kriegsgefangenenlager für Offiziere der Alliierten. Und in dieser Zeit unternahmen die Insassen knapp 300 Fluchtversuche. Die Geschichten der Flucht sind es, die in Großbritannien legendär sind und noch heute faszinieren. Olenka Pilz hat mal nachgefragt bei denen, die mittendrin in Colditz im Bann des Schlosses gefangen sind. Wow, du kannst sehen, was hier mal war in der Vergangenheit. Und es wird wieder zum Leben erweckt. Unglaublich. Das war schon immer mein Traum. Hätte nie gedacht, dass er mal wahr wird. Und das ist er, der wahr gewordene Traum. Das mächtige Schloss in der sächsischen Kleinstadt Colditz, das hier über allem thront. Beliebt vor allem bei britischen Touristen, die hier anreisen. Sie machen fast die Hälfte aller Besucher im Jahr aus. Allein heute sind es 40 Briten und 2 Australier. Louise aus Yorkshire hat schon als kleines Mädchen davon geträumt, einmal nach Colditz zu kommen. Wir wissen viel über Colditz in Großbritannien. Es gab mal in den 70ern eine berühmte Serie. Da habe ich als Kind das erste Mal von Colditz gehört. Und seitdem habe ich mich dafür interessiert. Denn während des Zweiten Weltkrieges haben die Nazis das Renaissance-Schloss als Gefängnis genutzt. Für Offiziere, unter ihnen besonders viele britische. Und über sie kursieren spektakuläre Ausbruchsgeschichten. Etwa über selbstgegrabene Schächte oder ein heimlich gebautes Segelflugzeug auf dem Dachboden. Filme, Bücher, ja sogar ein Gesellschaftsspiel gibt es darüber in Großbritannien. All das beeindruckt auch Peter, kein Brite, ein Australier, der seine Wurzeln in Sachsen hat. Ich habe eine Liste mit Dingen, die ich schon immer mal im Schloss sehen wollte. Das Postbüro, die Kantine, auch ein Fluchtort. Und viele weitere Dinge, die selbst bei den Einheimischen unbekannt sind. Dass sich daran etwas ändert, daran arbeiten die Mitarbeiter im Schloss, das seinen eigenen Charme hat. Seit April visualisieren Tablets, wie es hier mal ausgesehen hat. In einem normalen Museum, da hätten wir natürlich ganz, ganz stark darauf geachtet, dass alles sauber ist. Aber jetzt sehen Sie hier zum Beispiel, das ist eine offene Stelle, eine offene Wunde, wenn man so will. Und wir haben kein Fensterbrett darüber gelegt und wir werden das auch in Zukunft nicht tun. Hier ist noch der Schutt, den lassen wir, dass die Farbe von den Wänden geht. Das ist, wenn man so will, authentisch. Authentisch trifft auch auf die Kleinstadt Colditz zu. Es ist Montag, Ruhetag bei den Gaststätten und Bäckern hier. Geschlossen. Genau, geschlossen. Und sowas spricht sich rum bei den Reiseveranstaltern und schreckt teils davon ab, länger in der Stadt zu bleiben. Ansonsten fahren die Busse natürlich direkt wieder weg. Dresden, Prag oder sonst auch was, ne? Allein das italienische Eiscafé auf dem Markt hat montags immer geöffnet. Doch als das Schloss im Winter geschlossen war wegen Umbauarbeiten, ist hier gleich die Hälfte des Umsatzes weggebrochen. Bei uns in Colditz Touristen sind sehr wichtig. Egal ob das sind aus England oder in Umgebung, die sind wirklich gewöhnt, im Winter hier zu vorbeikommen. Das Schloss war immer geöffnet in Colditz und plötzlich das fällt alles aus. Das ist wie etwas Geisterstadt. Die Briten wiederum genießen das ruhige Kleinstadtleben. Manche sind sogar schon ein zweites Mal hier. Vor 7 Jahren war das erste Mal. Ich wollte gern sehen, wie sich das Museum entwickelt hat. Für die Reisegruppe endet der Abenteuerausflug in Colditz am Nachmittag. Mit wahr gewordenen Kindheitsträumen, britischer Geschichte, mitten in Sachsen.